Hallo, mein Name ist Tim, ich komme aus Deutschland, ich arbeite als Animateur im HC in Lanzarote Gardens. Ich bin hier, weil ich den Online-Kurs mit Aktiv gemacht habe. Ich denke, dass der Job als Animateur mit meiner Persönlichkeit übereinstimmt, weil ich sportlich bin, ich musiziere gerne und gerne auf der Bühne stehe. Ich habe am Online-Kurs teilgenommen, weil ich mal ein Hotel besucht habe, wo es auch Animationen gab und ich deswegen unbedingt Animateur werden wollte. Der Online-Kurs ist sehr übersichtlich, weil du einen Login-Namen bekommst, ein Passwort, damit kannst du dich einloggen. Dann gibt es verschiedene Chapter zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel zu den Aktivitäten, im Miniclub für Kinder etc. Und des Weiteren kannst du die Lehrer noch direkt online befragen zu deinen Problemen oder wenn du irgendwas wissen möchtest, kannst du sie direkt online ansprechen. Der ganze Kurs war auf Englisch. Ich konnte schon im Kurs mein Englisch verbessern. Und ich fand sehr interessant, diese ganzen verschiedenen Kulturen aus Europa mal kennenzulernen und mit denen im Kurs zu kommunizieren. Der theoretische Teil beinhaltet sehr viele Beispiele, wie man Animationen machen kann, durch Beispielen von Fotos, Videos, PowerPoint-Präsentationen. Und ich persönlich finde, dass, und das ist auch so, es bestätigt sich, dass diese Leute, die diese Videos drehen, keine Schauspieler sind oder sowas, das sind echte Animateure, die das auch wirklich gut beschreiben. Der praktische Teil beinhaltet sehr viele Videos, die wir ins Netz stellen mussten. Eins davon war mein Präsentationsvideo. Das war das erste Video, was ich sehr kreativ gestalten wollte. Ich bin halt mit dem Fahrrad angekommen, ich bin mit dem Fahrrad angefahren und habe halt erstmal auf Englisch, gebrochenes Englisch am Anfang, was sich auf jeden Fall sehr verbessert hat in dieser Zeit jetzt, wo ich hier bin. Und ich habe zum Beispiel meine Hobbys erklärt, wie ich Gitarre spiele, habe dabei gesungen, wie ich, dass ich im Fitnessstudio bin, dass ich Sport mache, dass ich tanze. Ja, es war sehr lustig. Mein Freund hat das Ganze aufgenommen, also ein Freund von mir hat das Ganze aufgenommen. Und ja, wir haben sehr viel gelacht. Ich musste es bestimmt 8-mal drehen, aber es wäre super lustig. Ich denke, dass der Kurs sehr umsetzbar ist. Er ist sehr realitätsbewusst. Ich konnte dadurch sehr viel mitnehmen. Am Anfang hatte ich hier noch meine Schwierigkeiten gehabt, um halt mit den Aktivitäten, wie man Rifle-Shooting macht oder halt da die ganzen Regeln von den Spielen. Aber heute denke ich, dass ich es drauf habe und ich werde natürlich auch noch mehr lernen. Ich will den Kurs weiterempfehlen, weil ich den theoretischen und den praktischen Teil direkt in die Praxis umsetzen konnte. Und deswegen will ich ihn weiterempfehlen, diesen Kurs. Es ist gut, ins kalte Wasser geschmissen zu werden, weil du dann einfach direkt drauf hast und direkt mit dem Leben als Animateur konfrontiert bist. Ich arbeite hier im HC Lanzarote Gardens als Sportanimateur. Ich habe Aktivitäten wie Volleyball, Luftgewehrschießen und Wasserball. Und das Highlight am Tag ist für mich persönlich abends die Shows. Danach einfach Adrenalin pur, die Shows, die Gäste sind zufrieden, die Kinder lachen und das ist einfach super. Als ich noch kein Animateur war, also zuvor die Zeit, fand ich die Animation schon immer geil. Ich fand es cool, wie die Leute ihre Kreativität ausleben konnten, dass sie einfach albern sein konnten, dass sie einfach das machen konnten, was denen gefällt und dass sie Spaß haben konnten. So, heute bin ich Animateur, heute kann ich albern sein, ich kann tanzen, ne? Ich kann meine Albernkeit ausleben und es ist einfach geil, dass ich das ausleben kann, was mir gefällt. Das Verrücktsein in den Shows, einfach das einfach allround, ne? Yeah. Chick, chick, chick.